ganzen Gemeinde ein Hit singt. Man lacht ihn nie aus. So. Liebes Brautpaar Maria und Oma, so hört nun das Wort Gottes für die Ehe des Menschen. Gott hat von Anfang an Mann und Frau füreinander geschaffen und bestimmt. Es bezeugt die Heilige Schrift mit den Worten, und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Und so schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Über die Gemeinschaft in einer Ehe sagt Jesus Christus: Gott, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Darum gilt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und was der Apostel allen sagt, gilt auch vom Leben in einer christlichen Ehe. Zieht an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut und Geduld. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Mit diesen Worten bezeugt die Heilige Schrift, dass die Ehe des Menschen eine gute Gabe und Ordnung Gottes ist. Auch eure Ehe will Gott schützen und segnen. So gebt einander euer Versprechen. Maria, I take you, God has given to you, given you to me in my life. I love you, I will love you. And honor you. And live our marriage by God's word and to the first time. Oma, du bist mir von Gott anvertraut. Ich will dich als mein Ehemann lieben und ehren, mit dir die Ehe führen nach Gottes Wort, in guten und in bösen Tagen, bis das der Tod uns verdeckt. So gebt einander die Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue. Gebt einander die rechte Hand. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Knie nieder, dass wir für euch Gottes Segen erbitten. Herr, unser Gott und Vater, du hast Mann und Frau füreinander geschaffen und bestimmt. In dieser Stunde treten wir für diese Eheleute. Bewahre sie in ihrer Ehe, leite sie durch dein gutes Wort und erhalte sie in deiner Liebe. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke eurer Ehe seinen Frieden, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. Geht im Frieden des Herrn. Amen. Das war in der lutherischen Liturgie nicht vorgesehen, aber sie dürfen die Braut küssen. Im roten Liederbuch gibt es 62, der das hat.
Maria und Omar glücklich bleiben, wie am heutigen Tag. Dass ihre Liebe von Tag zu Tag gestärkt wird. Dass sie lernen, zusammen zu fühlen, zu denken und zu leben. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Wir bitten für Maria und Omar, dass ihre Liebe immer wieder erneuert werde. Dass Gott ihnen auch in schwierigen Zeiten die Kraft gebe, füreinander da zu sein. Dass sie in Konflikten Lösungen finden, die ihre Gemeinschaft vertiefen. Dass Gott sie gesund erhalte und glücklich mache. Dass ihre Ehe sie stärke, auch für andere da zu sein. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Herr, wir danken dir für alle Menschen, die du auf dem Weg von Maria und Omar gesandt hast und die ihr Leben begleitet haben, für ihre Eltern,